Drei Tage Action. Die U ist die größte Jugendmesse in Europa. Über 140 Aussteller tun alles, um der Jugend so viel wie möglich zu bieten. Auch TechTV ist mit einem Stand hier vertreten. Wir wollen unter den Zehntausenden von Besuchern einen Jungreporter finden, der für uns die U erkundet, und machen ein Casting vor Ort. Ich würde gerne als Reporter hier arbeiten, weil ich gerne mit Leuten kontaktiere und immer eine offene Art habe. Ich bin auf der U, um mir einen Beruf zu suchen. Ich möchte Jungreporterin werden, weil ich einfach liebe, irgendwelche Dokumentationen über andere Sachen zu machen und es mir einfach Spaß macht, irgendwie was zu machen. Also ich komme von Berlin-Neukölln und bin auf der U-Messe, weil ich gerne mit Leuten zu tun habe und gerne im Fernsehen stehe, deswegen will ich Reporterin werden. Und du? Ich bin Isabella, ich bin 20 Jahre alt und ich bin aus demselben Grund auf der U. Weil ich gerne Leute interviewen würde, das finde ich sehr interessant, das wollte ich schon immer mal machen. Schließlich fällt uns diese junge Dame auf. Also grundsätzlich finde ich es einfach toll, vor der Kamera zu stehen und würde deswegen gerne U-Reporter werden. Julia hat uns überzeugt. Und so schnell kann es gehen. Von der Besucherin zur Tech-TV-Reporterin. Die erste Station, ein Besuch bei Deutschlands bekanntestem Beatboxer. Hi, also ich bin Julia und ich habe mal eine Frage an dich. Wer genau bist du eigentlich? Also mein Name ist Robert Wolf, aber die meisten werden mich wohl unter dem Namen Robeat kennen. Bin Beatboxer. Tja, und was Beatbox ist, das kann ich euch mal kurz zeigen. That's it. Wow, wann hast du damit angefangen, dass du das so toll kannst? Also ich mache jetzt seit 5-6 Jahren Beatbox und angefangen habe ich, komme aus Stuttgart, da habe ich jemanden kennengelernt, der macht auch Beatbox, der ist jetzt mein bester Freund geworden, Dani heißt er, mit dem habe ich auch ein YouTube-Video und auf jeden Fall, der hat es immer gemacht, da habe ich es gesehen, das fand ich ziemlich cool und dann habe ich halt auch angefangen, das zu üben und das hat sich dann einfach so über die Jahre entwickelt. Wow, toll. Dann noch viel Erfolg und herzlichen Dank. Als nächstes knöpft sich Julia keinen geringeren vor als den regierenden Bürgermeister von Berlin. Wird Vovi mit ihr reden? Herr Wobereit, dürfte ich Ihnen ganz kurz eine Frage stellen? Das weiß ich noch nicht. Mal anfangen. Ganz locker. Also, was genau machen Sie auf der EU? Ich versuche mich zu orientieren, was hier so los ist. Vor allen Dingen natürlich die Ausbildungsplatzsituation mir anzuschauen, was die einzelnen Berufsgruppen auch zu bieten haben. Und vor allen Dingen, was für neue Trends es gibt im Bereich der Jugend. Auf jeden Fall, da sind Sie hier, denke ich mal, richtig. Na? Vielen Dank. Sieht gut aus, ne? Viel Spaß und macht noch. Und Spaß, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Danke. Danke auch. Und weiter geht's. Jetzt will Julia wissen, wie es ist, mit einem Auto auf dem Dach zu liegen. Und vor allem, wie kommt man ohne Verletzungen aus dem PKW? Tipps von der Verkehrswacht. Hände zum Himmel. Das ist total klasse. Aber das hat den ersten Vorteil, du hast den Gurt entlastet und damit kannst du einfacher das Gurtschloss aufmachen. Aber das gesamte Körpergewicht, wenn du den Gurt löst, mit den Armen zu halten, ist sehr schwer. Darum, kleiner Tipp, nimm die Füße zu Hilfe, stell die Füße hier ans Armaturenbrett. Genau, denn mit der Kraft, die du im Oberschenkel hast, kannst du dich jetzt richtig schön zwischen Sitz und Armaturenbrett festklemmen, richtig einkeilen. Okay, im Notfall gibt es also keine Probleme. Oder doch? Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich so einen Unfall bauen würde, ich würde da nicht dran denken. Und ich hätte da vollsten Respekt vor. Wow. Hilfe! Für heute ist Julia jetzt aber bedient. Nach so einem anstrengenden Tag bin ich wirklich erschöpft. Ich hätte mir heute Morgen nie erträumen lassen, dass ich heute so viel mitmachen kann, mit Klaus Wobereit reden, mit dem Deutschlands besten Beatboxer sprechen. Das ist einfach unglaublich. Ich bin einfach nur noch müde und möchte nach Hause. Ciao.